So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Wir sind hier immer noch an derselben Stelle. Oh Gott, was zur Hölle ist das? Ich glaube, ich muss hier nochmal schnell raus. Das hat mich jetzt ein kleines bisschen entsetzt. Ja, die kotzen also tatsächlich Regenbögen. Warum auch nicht? Okay. Ich bin gerade ein kleines bisschen sprachlos, muss ich sagen. Wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Schlimmes Schicksal. Wenn man als Let's Player nicht weiß, was man sagen soll. Das hat mich jetzt wirklich sprachlos gemacht, muss ich sagen. Eine Statue mit zwei Greifen, die Regenbögen kotzen. Oder so. So oder so ähnlich. Genaueres kann ich nicht definieren in diesem Zusammenhang. Also. Da. Okay, jetzt darunter. Und darüber. Da. Ah, sehr gut, den kann ich von hier aus erreichen. Da, verdammt. Jetzt habe ich es ein bisschen vermasselt, glaube ich. Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr da hoch. War ja großartig. Na gut, was soll's. Ich sehe schon mal da oben wieder ein Secret. Das erfreut mich sehr. Mein Secret-Sucherherz erfreut das wahnsinnig. Oh, au. Au, au. Wieso habe ich das Gefühl, dass es jetzt gleich vorbei sein wird? Kann ich nicht genauer beschreiben. Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Ah. Oh, okay, schon besser. Mist. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich doch nicht. Oh. Ah, verdammt. Komm doch mal her. Lieber kleiner Drache. Aua. Ich sehe übrigens, dass es da unten glitzert. So, jetzt weg mit dir. Ich brauche dich nicht mehr. Ich erreiche ihn auch nicht mehr. Jetzt sagt ihr gerade schon, er hat sich selbst aus dem Bildschirm ins Aus befördert. Okay. Jetzt aber. Das war ganz schön knapp, muss ich sagen. Natürlich ein Abwisch. Was denn sonst? Dankeschön. Ui. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm her zu mir. Muss ich jetzt wirklich hier am Rand warten, bis der da genau exakt dahin kommt? Oder wird es einfach nichts?
Ich glaube, das wird einfach nichts. Gott, das war schon wieder ziemlich knapp. Viel zu knapp. Jetzt endlich weg mit dem Teil Bombe. Verdammt. Oh. Ich glaube, ich muss dann da mal. Wow. 750. Ja, das hat sich doch gelohnt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das war keine so gute Idee, wenn der Checkpoint so viel wert war. Aber der Gedanke kam mir jetzt erst gerade. Christian. Oh Gott, nein. Nein. Okay. Gut. Ob im Dorf oder unterwegs, ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen. Kriegshorn. Mit deinen Tuten machst du um dich herum Platz. Ich bin mal gespannt, was mir das bringen wird. Mit deinen Tuten machst du um dich herum Platz. Eine wahre Kakophonie. Oh, ich verstehe. Oh Gott. Okay. Mir ist auf einmal spontan klar geworden, in welchem Zusammenhang das ganz nützlich sein könnte. Na. Hilfe. Okay. Da unten kann ich nochmal angeln. Das werde ich auch so gleich tun. Und hier gibt's einen goldenen Fisch. Der mittlerweile auch mal, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel wert ist. Erstaunlich, aber wahr. Oh. Ja. Okay, ich nehme in diesem Fall jetzt wirklich einfach die sicherere Variante. Sicherere? Die sicher... Sicher... Frag mich nicht. Ich kann kein Deutsch. Oh Gott. Viel zu knapp. Nein! Lass mich, ich will nicht. Der Checkpoint soll ganz bleiben. Oh, bumm. Ja, ich weiß jetzt zwar nicht ganz, was daran die Heldentat war, aber okay. War wirklich nicht schlecht. Hat auch ganz eindrucksvoll ausgesehen. Muss ich zugeben. So. Jetzt. Hilfe. Okay, bisher geht's noch gut. Ich habe immerhin auch noch einen Checkpoint in der Hinterhand. So ist es ja nicht. Das Ding ist echt stark. Ui, das sieht gut aus. Nein! Verdammt. So viel dazu. Zum Glück habe ich den Checkpoint stehen lassen. Wenn auch ganz knapp. Beinahe hätte ich ihn aus Versehen kaputt gemacht. War aber zum Glück gar nicht so viel Weg dazwischen jetzt, muss ich mal sagen. So, weg da. Dann den da.
runter auch rüber und wieder nach oben. Perfekt. Schon wieder da, wo ich vorhin war. So, und diesmal direkt noch einen mehr erwischt. So, ich will mal eben schnell mein Unverwundbarkeitsdingens da ausrüsten. Das könnte hilfreich sein, falls ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe. Ja. Oh Gott, bleib stehen. So viel zu, falls ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe. Zum Glück hatte ich das Ding jetzt ausgerüstet. Alles andere wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen schief gegangen. Okay, weg hier. Puh. Ich hab's tatsächlich überlebt. Unglaublich. Wer ist denn dafür nur verantwortlich? Ich war's definitiv nicht. Oh. Hat sich schon erledigt. Okay. Ich glaube, ich hol doch nochmal spontan das da raus. Ich habe irgendwie so das unbestimmte Gefühl, dass mir dieses Ding noch mehr als einmal das Leben retten könnte. Ebenso wie ich das Gefühl habe, dass ich den da oben schnell loswerden möchte. Aua. Aus. Keine Ahnung, unerfindlichen Gründen. So, ist der jetzt weg? Nein. Jetzt aber. Huhuhuhu. Viel Leben bleibt nicht mehr. Oh Gott. Diese Stellen sind echt mies. Vor dem Spiel in diesem Zusammenhang hier gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aua. Kann ich da vielleicht? Nein, kann ich nicht. Moment, ich kann die Dinger doch bestimmt zurückschießen, oder? Ja, kann ich tatsächlich. Bringt aber nicht viel. Weil ich nicht weit genug komme. Ja. Bisschen früher noch. Also gut, ich gebe es auf. Verdammt, wie komme ich jetzt da oben an die Noten? Hm. Ich glaube, oh Gott, ich weiß, wie ich da oben an die Noten komme. Womit habe ich das verdient? So. Geschafft. Natürlich lebt er wieder. So, weg damit. Okay,
Oh Gott, mir fällt gerade meine Lebensanzeige auf. Ich glaube, ich möchte mal den Checkpoint hier stehen lassen. Das war der falsche Knopf. Ich möchte mal eben schnell ein bisschen was zu mir nehmen. Es könnte hilfreich sein. Unter Umständen, und den Checkpoint will ich erstmal stehen lassen. Aus gutem Grund. Da kommt nämlich Polar Knight. Nun, mein alter Freund, endlich ist der Tag gekommen. Dies wird unser letztes Duell sein. Sollen wir nicht die Schaufel niederlegen und als Gleiche scheiden? Der Orden ist ohne Gleichen. Du weißt doch sicher, was Macht ist. Komm zu uns. Du hast unseren Eid vergessen. Was ist aus dem stolzen Krieger von früher geworden? Genug der Worte. Die bittere Kälte wird dich holen. Ich glaube, die hat dich schon geholt, aber okay. Oh Gott, nein. Mach doch nicht sowas. Was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber es hat funktioniert, also will ich mich nicht beschweren. Ich habe einfach mal ein bisschen draufgehauen. Ohne zu sterben, ich bin stolz auf mich, hätte ich den Checkpoint auch mitnehmen können, das ärgert mich jetzt wieder. Naja, egal. Oh, Moment. Falls jetzt wieder... Nein, schade. Ich wollte gerade sagen, falls jetzt wieder Shield Knight vom Himmel fällt, könnte ich super dieses Horn da benutzen. Ich habe nur leider gerade vergessen, wie es heißt. Ah, für die 10.000 ist das nicht mehr ganz gereicht. Schade. Na gut. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten? Na, dann gehe ich mal da noch hin. Wow. Wow. Was ist das für ein Zauber? Macht, Ehre, die Eigenschaften eines ehrenwerten Ritters. Mein Herr, ich glaube, wir kennen einander noch nicht. Wir treffen uns heute auf dem Schlachtfeld. Wir haben beide viele Ritter besiegt und sind weit gereist. Heute kämpfen wir. Zur Seite, du und ich, wir haben keinen Grund zu kämpfen. Der Kampf an sich ist Grund genug, wackerer Ritter. Heute wirst du auf die Probe gestellt. Bist du bereit? Ja, natürlich. Ich bin immer bereit. Natürlich, so einer. Oh. Der lässt sich ganz schön leicht Schaden zufügen, so. Muss ich mal sagen. Aua. Bis jetzt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der wird nicht mehr lang machen. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin gut geworden, muss ich sagen. Wie es scheint, kriegt man bei sowas doch recht schnell Übung. Oder ich habe einfach nur saumäßiges Glück gerade. Ha, ich bin besiegt, aber nur knapp. Du musst weiter trainieren, um gewappnet zu sein. Lebe wohl, Shovel Knight. Puff. Super. Na gut, hauen wir mal hier ab. Na, ich würde mal sagen, das war doch ein schöner Abschluss für eine Folge, oder? Die ist zwar jetzt trotzdem noch ein bisschen kürzer, aber ich würde mal sagen, wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.